Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge der PES 18 Trainerkarriere. In der letzten Folge habe ich euch abstimmen lassen und ich glaube, eindeutiger hätte das Ergebnis nicht ausfallen können. Zum momentanigen Zeitpunkt, wo ich dieses Video gerade hier aufnehme, hat die letzte Folge 100 Klicks und es haben insgesamt 42 Leute an der Umfrage teilgenommen. Davon leider nur, obwohl es eigentlich ein richtig guter Spieler ist und ich eigentlich mich für ihn entschieden hätte, wenn es nur nach mir ging, nur 3 Leute, also 7% für Finn Bogason, dann 8 Leute, 19% für Wagner und ganze 31 Leute, heißt 73% für Gabriel Jesus. Ich blende es hier mal ein. So, ihr könnt es auch nochmal sehen und deswegen, ich glaube, die Entscheidung fällt dann ganz, ganz einfach. Erstmal herzliches Dankeschön an alle, die abgestimmt haben und alle, die nicht abgestimmt haben und das Video trotzdem gesehen haben. Schämt euch. Nein, aber auf jeden Fall Dankeschön an alle, die abgestimmt haben und wir wissen, glaube ich, jetzt, was wir machen sollen und zwar uns Gabriel Jesus holen. Ich würde mir keinen anderen holen, weil, wie gesagt, das ist ja eher so ein Zweitstürmer, beziehungsweise haben wir ja schon Lewandowski und der macht seinen Job mega, mega gut und deswegen würde ich mir keinen zweiten holen. Also ich hätte, wie gesagt, zu Finn Bogason tendiert, aber auch wenn er relativ günstig ist, hier für 835.500 im Vergleich zu den anderen mega, mega günstig. Aber ich meine, es ist nur für 6 Monate, wäre es für 6 Monate. Und naja, auf jeden Fall bin ich da bei Gabriel Jesus, wie ihr euch das gewünscht habt. Bedingungen akzeptieren und dann klicken wir drauf. Gabriel Jesus wird auf Leihbasis verpflichtet, eine Freigabegebühr von knapp 6 Millionen wird bezahlt, der verleihende Verein wird sein Gehalt bezahlen. Fortfahren, jawohl. Gut, dass er sein Gehalt bezahlt und hat den Vertrag angenommen, das passt, alles super toll. Und ich weiß nicht, wann er jetzt zu uns kommt, aber ich denke, man kann mit ihm schon einiges anfangen. Die anderen lassen wir jetzt mal auf der Strecke und dann gucken wir einfach mal, wie es hier weitergeht. Gabriel Jesus ist im Kader beigetreten, heißt, es hat alles super funktioniert. Übrigens wäre die letzte Folge, wo die Abstimmung stattgefunden hat, plus 2 natürlich super Spiele. Die letzte Folge war ein bisschen lang, aber wer die noch nicht gesehen hat, rechts oben beim i verlinkt. Ich hoffe, dass wir heute ein bisschen schneller durchkommen. Allerdings, wenn jetzt hier immer so Sachen dazwischen kommen wie Weltfußballervergabe, bla bla bla, dann ja, wird es halt ein bisschen, ne? Bisschen schwierig, die Folge kurz zu halten. Nichtsdestotrotz freue ich mich, dass Gabriel Jesus unserem Kader beigetreten ist. Da ist er auch schon. Und ich packe ihn jetzt einfach mal. Wo packe ich ihn denn rein? Ich packe ihn jetzt erstmal hier für Kingsley Coman rein. Wir gucken einfach mal. Kingsley Coman will ich natürlich auch einsetzen. Aber wir gucken jetzt einfach mal, wie das alles passt. Und hier habe ich noch einen Fehler gehabt. Das wollte ich schon immer mal ändern. Das kann ich jetzt machen. Und zwar Hummels natürlich hier für Javi Martinez. Auch wenn er gut ist, möchte ich den nicht andauernd spielen lassen. Und ja, jetzt würde ich sagen, weiter geht's. Weltfußballer des Jahres Vergabe. Wer ist es? Ronaldo oder Messi? Messi. Kann ja nur einer der beiden sein. Lionel Messi gewinnt Weltfußballer des Jahres. Wäre natürlich schön gewesen, wenn es vielleicht jemand wie Lewandowski wohl geworden wäre. Gehe ich jetzt nicht davon aus und ist ja jetzt auch nicht der Fall. Aber, na, weiß man ja nie. Denn Lewandowski hat ja bisher eine super Saison hingelegt mit 30 Toren in, ich weiß gar nicht wie viele Spieltagen, aber nicht viel, in entweder 17 oder 18 Spieltagen. Von Real Madrid ist ein Angebot für Alaba eingegangen, von Real Madrid für Alaba und von Napoli für Robben. Möchte ich nicht. Noch ein Sieg in der Liga, das macht 5 in Folge. Ich bin zuversichtlich, dass wir es schaffen. Ich hoffe es auch. Gegen Köln sollte es machbar sein, aber man weiß es nie. Vertrauen des Besitzers ist übrigens mittlerweile auf 98%. Kaderzufriedenheit, okay, 61%, da tut sie auch irgendwie nicht mehr so viel. Aber Teamgeist 92, Teamstärke 87 und Vertrauen des Besitzers 98%. Das ist doch mega, mega krass. Wenn wir jetzt vielleicht den Sieg holen, 5 Siege in Folge, vielleicht steigt es dann wieder, keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus, aber ist auf jeden Fall ganz geil. So, also Alaba will ich auf keinen Fall verkaufen, deswegen Verhandlungen beenden. Verhandlung abbrechen, ja. Verhandlung wurde abgebrochen, also Alaba möchte ich nicht verkaufen. Und Robben biete ich einen neuen Vertrag an bei uns, denn der läuft 2019, am 31.08.2019 ab.
Deswegen biete ich ihm jetzt mal einen neuen bei uns an und dann gucken wir mal. So, Köln darf man auf keinen Fall unterschätzen. Allerdings möchte ich Martinez jetzt nochmal spielen lassen. Tolisso, Rodriguez und natürlich auch Gabriel Jesus direkt eine Chance geben. Ihr habt ihn euch gewünscht. Jetzt ist er direkt gegen Köln am Start. Let's go. So, der erste FC Köln gegen Bayern München. Wir spielen auswärts. Und wie gesagt, Gabriel Jesus, da wird er direkt gezeigt. Neu gewechselt, Nummer 33. Ich glaube, die kann ich ändern, hoffe ich. Dann ändere ich sie nämlich. Aber ist eigentlich relativ egal, was für Nummer er hat. Hoffentlich wird er von den Fans gefeiert, von den Auswärtsfans, die jetzt mitgereist sind. Und dann gucken wir mal. Hoffentlich macht er vielleicht auch einen guten Start bei uns, bei den Bayern. Jawohl! Haha, da macht er doch das Tor. 13. Minute bei seinem Debüt. Der erste Treffer, Gabriel Jesus. Ich glaube, so spricht man es aus. Ich spreche zumindest die ganze Zeit so aus. Aber normal glaube ich schon. Ja. Ein Jahr Ausleihe. Mal gucken, ob er dann bleiben will. Wir sind ja laut Clubrangliste von PES der zweitbeste Club der Welt. Also vielleicht will er dann doch bleiben, wenn er sich hier wohlfühlt. Dann haben wir endlich einen Stürmer, der dann spielen kann, gut spielen kann als Stürmer, nicht wie Müller. Müller ist kein Stürmer. Falls Lewandowski ausfällt, falls Lewandowski wegen Fitnessgründen dann mal nicht spielen kann, bla bla bla. Freut mich. Oh, Gabriel Jesus, nächste Chance. Oh, Robin. 2-0. Und wieder ist es Jesus. Ja, der lebt sich direkt ein. Ich meine, das ist jetzt nur ein Spiel. Das ist jetzt PES. Bei FIFA wäre es vielleicht wieder ein bisschen anders. Der spielt hier, als hätte er schon mehrere Jahre hier gespielt. Ich meine, es ist jetzt auch Köln. Man sieht es hier an der Abwehrleistung. Den hätten die schon fünfmal raushauen müssen. Aber wir haben mit ein bisschen Glück hat Robben sich da irgendwie den Ball wieder geholt und durchsetzen können. Spielt den Pass. Und mit dem Außenriss das 2-0. Oh, was? Krass. Dass Köln hier einen Anschlusstreffer macht. Das ist krass. Was ich noch sagen wollte, mir geht es halt einfach darum, dass ich, wie gesagt, jemanden habe als Stürmer, den ich auch ab und zu einsetzen kann. Nicht nur Lewandowski. LOL. Das lief jetzt. Also es war eigentlich für mich ein sicheres Ding für Boateng da vor allem. Der da irgendwie voll vorbeispringt. Und ja. In der Mitte, wer auch immer das jetzt war, schiebt bloß noch einen. Neuer auch ein bisschen überrascht. Nein. Nein, er pfeift Elfmeter. Elfmeter für Köln. Und die Bayern beschweren sich. Schiri gibt doch keine Karte. Es war schon hart, aber es war Ball. Es war Ball. Kann man schon sagen, würde ich zumindest sagen. Elfmeter für Köln. Und neuer Held. Neuer Held und Alaba raus. Raus damit. Oh, ich habe den Elfmeter gehalten. Das ist ja so selten, dass wir überhaupt mal einen Elfmeter schießen. Haben wir noch keinen. Wir haben noch keinen Elfmeter schießen dürfen. Und halten, das wäre jetzt der zweite, glaube ich, den wir verursacht haben. Einmal Martinez. Und jetzt Boateng. Aber es hat keine Karte, also nicht mal gelb oder so für Boateng. Und das macht mich jetzt ein bisschen fuchsig. Also jetzt will ich auf jeden Fall Tore schießen, weil das kann ja nicht sein, dass wir hier fast das 2-2 gekriegt hätten. Das war jetzt knapp. So, vordreschen. Halbzeit. 2-0 geführt und jetzt haben wir echt gezittert. Fast das 2-2 hier gekriegt. Aber wie gesagt, das zweite Hälfte soll jetzt auf jeden Fall anders starten.
dass wir hier direkt klar Schiff machen, wer hier das Sagen hat. Hoffentlich klappt das auch. Also ganz so gut klappt das tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Aber Köln hat so ein krasses Gegenpressing. Sobald die den Ball verlieren gegen mich, und das passiert ja oft, weil ich nicht so kacke bin. Sobald die den Ball verlieren, dann... Oh, die drücken so hart, ne? Das ist unglaublich. Die kriegen ihn direkt wieder. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Oh, was für eine Chance, wenn der drin wäre. Wäre es gut. Das war auch verdammt knapp. Oh. Nicht schlechter Schuss von James Rodriguez. Ja, sie lassen mich nicht so richtig nach vorne. Beziehungsweise wollten sie es bisher noch nicht. Deswegen dachte ich mir, okay, dann passe ich halt hinten ein bisschen rum. Verwalte ein bisschen Ballbesitz. Bla bla bla. Ja, läuft auch nicht schlecht. Vielleicht kriegen wir jetzt vorne ein Tor rein. Das wäre geil. Boateng! Nee, Horn. Dann ist der Sack nämlich zu, weil so muss ich hinten natürlich immer noch bangen und sehr aufpassen, dass wir hier nicht das 2-2 kriegen. Aber ich hoffe, es geht einfach gut. Ne, geht es nicht. Pizarro, 83. Spielminute, 2-2. Ich wollte gerade wechseln, dann dachte ich, okay, den Angriff musst du jetzt laufen lassen. Sonst, das ist mir schon mal passiert. Dann drückst du auf Wechseln und sobald du wieder ins Spiel reingehst, überschlagen sich die Ereignisse und dann kriegst du das Tor. Aber ich habe es auch so kassiert jetzt. 2-2. Geht nicht gut. Scheiße. Boateng verliert schon wieder ein Kopfballduell. Macht er heute nicht ganz so gut. Und Pizarro kriegt den rein. Robben geht, James geht und Jesus geht. Müller kommt, Lewandowski kommt und Coman kommt. Doppelchance, Doppelhorn. Timo Horn zum Doppelten. Ah, was war das denn? Geile Chance, Ecke. Ich hab schon geahnt, dass wir gegen Köln uns richtig, richtig schwer tun. Naja, unentschieden, muss man so hinnehmen. Ist nicht geil, aber okay, was willst du machen? Gabriel Jesus hat 2 Tore gemacht. Hat er ganz gut gemacht, Spieler des Tages geworden. Aber man muss Köln ebenso loben. Die haben richtig, richtig Druck gemacht und haben hier ein Unentschieden gegen uns geholt. Wir sind immer noch vorne, definitiv kein Problem. Das ist jetzt nicht der Weltuntergang. Aber... natürlich auch nicht geil. So, es gibt Neues zu den Vertragsverlängerungen von Arjen Robben. Bedingungen akzeptieren und fertig. Dann hat er einen Vertrag, neuen Vertrag bei uns und ja, dann passt die Sache. So, in München zu Hause geht es jetzt gegen Borussia Dortmund ran. Das deutsche El Clasico, ihr kennt es, Leute. Ich bin gespannt, wie das jetzt hier abgeht. Und ich hoffe es so sehr, dass wir jetzt den Sieg nach Hause fahren können. Er sollte drin sein, der Sieg, definitiv. Spielen wieder mit der kompletten ersten Elf, wie es gewohnt ist. Und ja, wie gesagt, 3 Punkte wären nice, sind Pflicht, let's go. Oh, Ribéry, was machst du denn da? So schön durch und dann so ein Kack. Also war echt frei. Klar, war natürlich hinter ihm Spieler, aber vom Ding her war er schon frei. Der Schuss hätte nur ein bisschen besser kommen müssen. Schade. Und das ist einfach nur unverdient. Aber so ist es halt. Ich kann den Namen nicht mehr aussprechen. Kuka, Kutschka, was auch immer. Macht das 0-1 für Dortmund. Schade, dass jetzt nicht der Ballbesitz oder irgendwas anders eingeblendet wird.
Wir sind in allem überlegen. Wir haben mehr Schüsse, wir haben mehr Ballbesitz, wir haben viel mehr Pässe, viel mehr gedribbelte Distanz, bla bla bla, was alles schon eingeblendet wurde. Und dann eine Chance von Dortmund. Die war noch nie im 16er. Jetzt schon. Und jetzt ist der Ball drin. Oh! Abgefälschter Schuss. Fast drin. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Alter, was ist denn das? Wir haben echt Pech. Die kommen einmal in den Strafraum und machen das 1-0 und wir kommen hier tausendmal hin und treffen das Scheiß-Tor nicht. Echt. Weidenfeller. Weidenfeller hält wieder. Halbzeit. 0-1 für Dortmund. Es ist kacke, es ist kacke. Ich streng mich voll an, Gart. Ich meine, es ist jetzt schon spät abends. Ich habe jetzt gerade 5 Folgen von der Verteidigerkarriere aufgenommen. Und es ist halt schon ein bisschen, ich bin jetzt nicht mehr hundertprozentig fit, aber 65% Ballbesitz, 7 Schüsse, davon nur 2 aufs Tor, das ist allein schon scheiße. Und dann haben wir davon auch gar keinen drin. Hier, ich hab's ja gesagt, Ecken, okay, haben wir eine mehr als die Freistöße. Naja, aber ich hab's auch gesagt mit den Pässen. 93 Pässe haben wir, davon 80 angekommen. Die haben 39 Pässe, das ist ein Drittel. Das ist so lächerlich. Ich finde das so behindert gerade, dass wir keine einzige gute Chance bekommen und kein Tor machen. Und die mit einem Ding machen sie das Ding, das Tor. Scheißzeug, echt. Oh Mann, das gibt's nicht, ne? Schön von Robben gemacht, aber der Schuss, die Schüsse sind nix. Die Schüsse sind einfach kacke. Ich war jetzt komplett auf mich allein gestellt. Und das war vom Ding her echt gut gemacht, aber der Schuss, der segelt da daneben. Unglaublich. Endlich! Es ist sowas von verdient. Und es ist endlich der Ausgleich. Verdammt, hat das jetzt lang gedauert. War sogar gar kein schlechtes Tor. Alles ganz gut gemacht. 1-1. Jawohl. Zweimal Ribéry in 4 Minuten. Man muss echt sagen, im Vergleich zu meinem Fußball, den ich gerade spiele, spielt Dortmund wie ein Drittligist. Und dass es endlich mal die Führung für die Bayern gibt, ist sowas von verdient. Das glaubt mir kein Mensch. Wenn ich euch das ganze Spiel in voller Länge gezeigt hätte, hättet ihr bisher nur geweint und gesagt, warum ist das Tor nicht gefallen? Jetzt würdet ihr euch auch freuen und sagen, endlich. Alter, ich bin echt, bisher bin ich verzweifelt gewesen, aber jetzt so halbwegs ein bisschen Freude drin. Sowas machen die halt die ganze Zeit und ich kann daraus nichts machen, aus solchen Fehlern. Ja, genau, jetzt hatte ich auch noch ein bisschen Pech. Ich wollte jetzt den Pass quer spielen, auf Müller oder Lewandowski, kommt drauf an, wer da hinkommt. Und dann, ja, auch das hier gerade schon wieder, ne, er läuft so ganz langsam auf mich zu, bis ich ihm den Ball abnehme. Das ist so richtig, das machen die fast immer die ganze Zeit vorhin. Okay, das war jetzt ein Foul. Ah, ich pack das Spiel nicht, echt. Oh, was? Zweite Chance im Spiel, fast das 2-0 neu erhält. Ende. Nochmal ein Schussversuch hier. Hochverdient. Der Topscorer Lewandowski, der bei uns jetzt schon nach 19 Spieltagen 30 Tore hat. Der hat sich heute fast gar nicht blicken lassen. Es mussten am Ende 2 Tore von Ribéry das ganze Spiel drehen. Oh. Also wenn wir das hier jetzt verloren hätten, dann wäre alles vorbei gewesen. Das wäre echt traurig. Also ein 2-1 knapp, sehr knapp.
hätte deutlich höher ausfallen können. Hätten wir nicht das 1-0 kassiert, hätten wir direkt von Anfang an ein paar Tore gemacht. Das hätte echt gut und gerne auch irgendwie 3-4-0 ausgehen können. Aber 2-1 ist okay, wir haben gewonnen und ja, das eine Tor war echt nicht mal so hässlich. Das ist relativ realistisch gewesen, fand ich. Das erste von Ribéry. Sehr hübsch anzusehen. Und auf jeden Fall haben wir jetzt 10 Punkte Vorsprung zu Leipzig. 10 Punkte Vorsprung zu Platz 2 und halten uns auf Platz 1. Haben das Spiel hier gegen unseren Rivalen gewonnen. Haben das deutsche El Clasico gewonnen. Auch wenn es... Ja, es war schon Spannung dabei, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn es jetzt nicht so spät abends wäre, wenn ich nicht so müde wäre, nach dem ganzen Tag aufnehmen, dann hätte ich echt da richtig mitgefiebert und es wäre mega spannend gewesen. Aber dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht unbedingt so ruhig geblieben wie jetzt. Und durch das ruhige Spielen, durch das wirklich ruhig bleiben, habe ich tatsächlich dann auch hier die zwei Tore noch gemacht, bin ich mir ziemlich sicher. Gut, wir haben jetzt auch anscheinend, wurde mir gerade angezeigt, 100% Vertrauen des Besitzers. Ja, wurde mir nämlich gerade angezeigt, das volle Vertrauen. Also ich habe das volle Vertrauen des Besitzers. Das hört sich doch mal gut an. Kaderzufriedenheit ist nicht so krass, aber ist auf jeden Fall über 50%. Und die war am Anfang auf jeden Fall noch schlechter. Ist okay gewesen, wir hätten gegen Köln auch gewinnen können. Wir hätten gegen Dortmund auch höher gewinnen können. Ist aber okay, wie gesagt, spät am Abend, bla bla bla. Haut rein, bis dahin, schaut auf jeden Fall bei der nächsten Folge vorbei und ciao, ciao.